Die wärmende Sonne im September lässt mich frühzeitig aufstehen. Der Sport an diesem Morgen entfällt. Nur ein kleines Tänzchen zum Bad bringt meine Gelenke in Schwung. Der Powerknopf der Kaffeemaschine wird automatisch betätigt und die Schiene des Toasters fährt in den Keller. Es plätschert die Katzenwäsche, aber das Kätzchen wird nicht wirklich nass. Das Licht am PET-Automaten bleibt stehen. Bereit für den Auswurf des Espressos. Sie krächzt unter dem Druck des heißen Wassers, verlangt nach einem Doktor, der sie entkalkt. Du dummes Ding, sei still, ich bin doch da, höre ich mich beim Schmieren des Erdbeertoasts reden. Winke ab und lasse die Kranke stehen wie ein dummer Hund, der nicht hören will. Nach der süßen Zufuhr an Frühstück hüpfe ich unter die Dusche. Erst warm, dann zum Abhärten kalt. So hatte ich es im sächsischen Gorisch als Kind im Rahmen einer Kur gelernt. Hat es geholfen? Das flausche Badetuch nahm meine restliche Nässe auf und kuschelte sich an meine behaarte Brust. Ich will nicht. Ich habe keine Lust, höre ich mich sagen. Ich komme mir vor wie der Suppenkasper im Struwwelpeter. Nein, die Suppe ess ich nicht. Die Suppe, nein, die ess ich nicht. Oh mein Gott, was für Gedanken streifen mich an diesem Morgen. Bin ich verrückt geworden? Oder habe ich nur einen Sonntagskoller erlitten? Nein, es ist die Fantasie. Sie kitzelt mich. Beweg dich. Auf geht es in den Eichepark. Ein Buch mit 152 Seiten und etwas zu schreiben. Mein blauer Spiralblock in A5. Wasser kommt dazu und schon ist er fertig, der Sonntagsrucksack. Ein wahrhaft praller Sack. Ist denn heute schon Weihnachten? Eine ölgetränkte Stahlfeder beschmiert meine frisch gewaschenen Füße. Jetzt aber raus an die frische Luft, damit meine Fantasie Sauerstoff tanken kann. Die Nordic Walking-Stöcke sind gegriffen und schon fällt die Tür zu. Beschwingt laufe ich die Treppen hinunter. Meine Wandergehilfen schwingen mit und ich merke, wie sich der Kran in meinem Rückgrat aufrichtet. Wie ein Gockel laufe ich rum. Still jetzt, ich will es genießen. Die Sonne lacht mir ins Gesicht, die Fantasie im Nacken und das Rüstzeug auf meinen Schultern. Das soll ein Sonntagsausflug sein? Du kommst mir vor wie ein Lastenträger, du Esel. Die fantastischen Stimmen in meinem Hirn kreisen wie Schmeißfliegen um die saftige Kacke. Igitt, Schluss jetzt, ich will es genießen. Jawohl. Du wirst es genießen. Schade, dass ich kein SOS-Klebchen, eines dieser herrlichen Pflaster, die man auf die Gusche meiner Fantasie kleben könnte, dabei habe. So laufe ich beschwingt dahin. Meine Parkbank ist in Sicht. Bin der Erste, der Einzige. Schön ruhig hier. Ich lasse mich nieder, nehme das Buch aus meinem Rucksack. Den Buchumschlag hatte ich fürsorglich vorher abgemacht. Nur noch das dunkle Nackte lag jetzt in meinen Händen. Kurzzeitig legte ich es beiseite, um aus meinem Spiralblock eine Seite herauszureißen. Ich faltete sie viermal, sodass es eine stabile Fläche bildete. Ein Lesezeichen, das mir dabei half, im Text nicht abzugleiten. So kann ich mich besser aufs Geschriebene konzentrieren. Ich lehne mich zurück, streife mir nochmal ins imaginäre volle Haar und schlage die erste Seite des Buches auf. Abel und Joe. Der Morgen. Meine Fantasie lacht mir ins Genick. Das kann ja was werden, denke ich mir, und ließ mich anstecken vom lauten Gelächter meiner Fantasie. Die Seite wird umgeschlagen und prompt höre ich die Glocken der Kirche in Eiche hinter meinem Rücken. Ach ja, es ist Sonntag um 10. Was ist das für ein Tag? Verrückt. Ich lasse die Glocken ausklingen, dann geht es weiter im Text. Die ersten Walker sind am Horizont zu sehen. Ich setze meine Brille auf die Stirn, die Augen können bei geöffnetem Fenster immer besser lesen. Es könnte auch sein, dass ich ein neues Fenster brauche. Hoffentlich nicht zu dick.
Ich will sie vibrieren hören, wenn die Düsenflieger wieder fliegen. Ich schweife ab. Es dauert nicht lange. Eine Dame mit dunklen, kurzen Haaren läuft auf mich zu. Ich blicke auf. Guten Morgen, mit einem russischen Akzent. Sie fing sofort an zu reden, als ich ihr Guten Morgen erwiderte. Ich legte das Buch beiseite, mein Lesezeichen markiert den Leseort. Anfangs redete sie nur vom schönen Wetter. Ich hörte ihr wie ein braver Junge höflich zu. Ab und zu ein paar kurze Fragen meinerseits, um ihren Rederhythmus nicht einschlafen zu lassen. Sie kam vor 20 Jahren aus Kasachstan und lebt jetzt in Nordwest-Marzahn. Auch ihre Mutter hatte hier gelebt. Sie ist vor kurzem hier gestorben. Krebs. Jetzt wird's eklig, denke ich mir. Lasse sie aber dennoch gewähren. Auch sie sei erkrankt gewesen, das ganze Zeug erfolgreich hinter sich gebracht. Chemo, etc. Ich tröstete sie mit den Worten, dass nun ein neues, ein anderes Leben beginnt und dass man es genießen sollte, gerade bei diesem herrlichen Sonnenschein an diesem Sonntagmorgen. Wir verabschiedeten uns mit den allgemeinen Floskeln und prompt fiel mir die Brille von der Stirn. Geschickt hatte ich sie gefangen. Wir mussten lachen. Ein toller Abschied. Jetzt aber. Jetzt werde ich in den ruhigen Lesemodus hineinschlittern und mich diesem Buch widmen. Denkste Puppe. Eine Dame mit grauem Haar und einem etwas in die Jahre gekommenen Hund, der sich Zeit lässt. Er war noch nicht ganz da, es hallte wieder ein freundliches Guten Morgen. Wieder blickte ich auf, legte das Buch beiseite und erwiderte ebenfalls mit einem freundlichen Guten Morgen. Wie sich das so gehört. Der Hund schleppte sich dahin. Das war der Gesprächsbeginn. Der Hund. 12 Jahre alt ist er, Mischling, wie ich es liebe. Eine Sie mit Namen Kati. Sie stammt aus Rumänien. Eines dieser Rettungshunde aus schrecklichen Verhältnissen geholt. Ein braves Mädchen. Kein Murren, geschweige denn Bellen oder Keifen. Die lässt alles an sich vorüberziehen, ohne das Heft abzugeben. Eine Hundepatriarchin, ihre Sinne sind immer noch scharf gestellt, nur die Beine und die Hüfte wollen nicht mehr. Die Dame ist bereits Oma einer 23-jährigen Katja, die jetzt ihr erstes von 5 Studienjahren in Maschinenbau in Magdeburg absolviert hat. Ab und zu fährt sie noch zu Oma und Opa, dann geht es bei schönem Wetter raus in den Garten am Arnsfelder Berg. Damals, 1988, als sie dort provisorisch einen Bauwagen parkten und wildgärtnerten. Nach der Wende dauerte es ganze 10 Jahre, bis die Bauern Land verkauften und sich dort ein Gartenverein gründen konnte. Sie sind über jedes Grün dankbar. Opa bleibt zu Hause und genießt die Blümchen und den Kohl, der besonders gut in diesem Jahr wächst. Er kann nicht mehr so gut zu Fuß. Sein Abendrefugium ist der Garten. Dort fühlt er sich wohl, dort hat er eine Aufgabe, fühlt sich nicht nutzlos. Sie hat noch eine andere Enkelin, allerdings hat sie Startschwierigkeiten ins Leben zu finden, halt ein anderer Charakter. Aber es wird. Sie fängt sich. Sie selbst und ihr Mann waren immer auf dem Land, ob in Luckau oder Grünheide bei Erkner. Sie bleibt ein Landprinzesschen, kann sich mit dem unruhigen, chaotischen Herzen der Stadt nicht anfreunden. Stimmt, du seist gepriesen. Unser Gespräch verlor an Fahrt und sie ging von dann mit einer leisen Verabschiedung. Einmal tiefe Luft holen, dann aber wird dieses Kind neben mir aufgenommen und gelesen. Es geht doch. Der Zettel schob sich zeilenweise nach unten und fuhr wieder nach oben. Ich grinste verschmitzt und genoss die laufenden Worte, die schnell an mir vorüberziehen. Zu schnell. Ich muss nochmal zurück, den Absatz wiederholen. Habe ich's kapiert? Nochmal lesen. Ein großes Ah befreit mich und mein Schlitten aus Papier rutscht in die nächste Zeile. Yippie-ja-je, das macht Spaß. So las ich einige Seiten. Machte ab und zu mal ein Päuschen,
trank Rohrperle à la Rabenstein, reckte und streckte mich. Wie ich so dabei bin, erblicke ich die nächsten potenziellen Gesprächspartner. Nix da, denke ich mir. Die Kummerpraxis macht Feierabend. Fein säuberlich wird alles eingepackt und die Trösterbank verlassen. Lauft, ihr beiden Stöcker, schneller als der Wind. Ein flüchtiger Blick, dann bin ich auch schon weg. Habt ihr was gemerkt? Alles Frauen, die mich angesprochen haben. Oder lag es daran, dass ich so unbeschwert ein Buch in der Sonne gelesen hatte? Da fällt mir Marlenes Welthit ein, den ich im Handumdrehen umdichtete. Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Wo sind sie auf dieser großen, bunten, weiten Welt? Trauen sie sich nicht? Sind sie zu Hause angekettet am Fernseher und trinken ihr Gnadenbrot? Wie schön war es doch im Treibhaus, im schönen Prenzlauer Berg. Stundenlang saß man mit ihnen am Tresen und es wurde einem nie langweilig. Es gab immer etwas zu erzählen. Man lachte gemeinsam und stieß an. Angekommen in meinem heimischen Refugium, etwas frisch gemacht, die Sachen ausgepackt und den Papierbeutel geschnappt. Ich muss noch runter. Ich schließe die Müllstandsfläche auf, schütte den Plastikbeutel mit allen Unsinn in die Papiertonne. Gerade machte ich die Klappe zu, da erblickte ich etwas Silbriges am Boden. Ein runder Umriss zeichnet sich im Tütchen ab. Mit den Füßen ertastete ich das freche Ding. Da habt ihr euch versteckt und sühlt euch im Dreck, ihr Ferkel. Wo seid ihr, wenn ich euch mal brauche? Ich schaue genauer hin. Oh, eure Zeit ist abgelaufen. Zeit, sich was Frischeres zu suchen. Etwas, was nicht solche Zicken macht und mit mir endlos Spaß haben will. Keine Widerrede, so wird's gemacht. Mit Schwung schmiss ich die Metalltür zu und beim Laufen merkte ich meinen Halbsteifen. Was für ein Tag. Egal, ich bin da.